auch heute eine Legung für dich und für deine Zwillingsflamme. Heute stellen wir auch eine Frage. So, ich habe ihm schon rausgelegt, deine Zwillingsflamme, und wir fragen jetzt die Lenormand-Karten, ja, ob er über dich spricht und wenn, was und mit wem. Aha, also ich habe hier das Gefühl, also so seine Seele, also seine Seele, das ist aus der vergangenen Zeit, aus dem Vorleben vielleicht, dass hier eine Rolle spielt, ja, also dass das karmisch ist vielleicht. Also vielleicht spricht er auch mit jemand, wo er so eine seelische Verbundenheit hat. Vielleicht auch mit wem er karmisch verbunden ist, vielleicht auch im häuslichen Bereich. Also es kann sein, dass er zu Hause mit jemand darüber spricht, dass er vielleicht in der Erwägung zieht, also es könnte jetzt hier die Familie auch symbolisieren, dass er in Erwägung zieht, mit dir zusammenzuziehen oder etwas in seinem Leben zu verändern. Ja, er spricht auch vielleicht über die, mit den Kindern darüber, oder er denkt auch darüber nach oder spricht darüber nach, einen Neuanfang zu wagen, er weiß aber nicht wie. Vielleicht spricht er auch mit den Kindern über seine eigene Unsicherheit und er möchte auch daran arbeiten. Vielleicht arbeitet er gerade an seine Unsicherheit. Also er spricht auch über seine eigene Sehnsucht vielleicht. Vielleicht auch spricht er auch darüber, vielleicht auch mit jemandem, der weiter weg wohnt. Also der wirklich über die Berge ist. Vielleicht spricht er auch darüber, dass er jetzt eine Entscheidung fällen wird. Ne? Also er wird eine Entscheidung treffen. Er weiß aber, dass er blockiert ist und er weiß nicht ganz genau, was und wie. Also darüber spricht er. Vielleicht spricht er auch darüber, dass das für ihn eine große Herausforderung ist und dass das also schon im Verborgenen für ihn ist. Und ja, das ist so, so diese heimliche, verborgene Wünsche vielleicht auch oder so seine, ja, was ihn bewegt, ja, darüber spricht er, ja. Es kann auch sein, dass hier auf jeden Fall darüber spricht, dass er daran glaubt, dass der Universum euch den Weg zeigen wird. Vielleicht spricht er auch darüber, dass er hier auch ein ganz schön viel Potenzial in euch sieht und ja, dass er ja, also auf dich zukommen will, mit einer Rose zukommen will, auch wenn du ihm vielleicht zurückweist oder auch verletzen würdest. Also er hat sich entschieden, auf dich zuzukommen. Vielleicht spricht er auch darüber, dass er so diese Treue auch spürt, auf jeden Fall. Und diese Treue, und nicht nur diese Treue, sondern er spürt auch dieses Glück zwischen euch zwei. Und er spricht vielleicht auch darüber, dass er das noch näher anschauen möchte, dass er das beleuchten möchte mit euch zwei und dass er das auch in die Basis bringen möchte, dass es also wirklich tiefe Wurzel kriegt, also diese Verbindung mit euch vielleicht auch in diese Familienstruktur eingebaut wird, dass er so auf dich zukommen kann. Vielleicht spricht er auch darüber, dass er sehr wütend auf sich selber ist vielleicht und auf jeden Fall, vielleicht spricht er auch darüber, dass ihm Angst oder Wut oder Verzweiflung der Situation mit dem Geld also bereithält, jetzt zur Zeit. Vielleicht spricht er auch darüber, dass er so ein tiefes Erkenntnis hat und dass er also jetzt mittlerweile schon mal positiv denken wird, also in deine Richtung. Denn er liebt dich sehr und vielleicht spricht er auch darüber nach, dass er das schon seit langem, langem der Fall ist. Vielleicht spricht er auch darüber, dass du ihm unglaublich viel Kraft gibst und ja, dass er mit dir in der verbindliche Beziehung gehen möchte, ja, deine Zwillingsflamme, und dass er auf jeden Fall eine Entscheidung treffen wird, also in positive Richtung. Er will ja dieses Wunscherfüllung. Vielleicht spricht er auch darüber, dass er dir einen Brief schreiben wird oder einen Brief schreiben wird. Und das wird auch vielleicht ihm, also dir erklären, dass er auch so sehr viel Anziehungskraft für dich auch empfindet.
Vielleicht spricht er auch darüber, über in diesem Brief, auch über seine Verletzungen, seine Enttäuschungen, vielleicht auch darüber, dass da auch wirklich ganz viele Verstrickungen in seinem Leben gab. Und vielleicht spricht er auch über seine Leidenschaft und auch über seine Angst. Denn vielleicht spricht er auch über dich, wie er dich sieht, dass du so ganz eine offene Persönlichkeit bist, dass du dein Herz öffnest, dass du sehr anziehend auf ihn wirkst, könnte das jetzt auch sein. Er spricht vielleicht auch ganz, ganz romantisch über dich und sagt, oh, das ist ja eine tolle Frau für mich und ich nehme sie so sinnlich wahr. Vielleicht spricht er auch darüber, dass er so tiefe Gefühle noch für niemand empfunden hat. Und vielleicht spricht er auch darüber hinaus, also was das in ihm bewirkt, was das mit ihm macht, vielleicht auch mit der zweiten Seite der Maske. Denn es geht nach wie vor wirklich um zu dir zu stehen in der Öffentlichkeit. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wenn das der Fall war, freue ich mich sehr. Ich sage danke und bis bald.